Oh, die drängen ja ganz schön, ey. Ist ja Wahnsinn. Sind da wieder irgendwelche Hennings? Nee. Wir rennen in den Dörfbewohner gehen, aber die hast du geschützt. Weiß ja, wie man in der Bar ist, ob man in einer Kantine ist, ob man essen. Ja, zu essen geben. Spider-Kid, du bist noch ganz allein in dieser Welt. Warum denkst du da? Ja, ich hab ein paar Dorfbewohner, ja. Oder hier ist kein Rettungsschwimmer mehr. Ja, schade. So, und hier bauen wir dann eben das Creeper-Gefängnis, ja. Wir müssen abmessen 25 mal 25, ja. Also 5 mal 5 meine ich. Nee, nicht 5 mal 5. 7 mal 7. So. Sind jetzt 7x7? Nee, nimm ich ernst. Bin leicht erkältet, nur als Info. In der Mitte kommt denn das Bodenkäfig oder um den noch ein bisschen größer bauen. Sehe ich jetzt nicht. Ein bisschen Auslauf sollen sie hoch haben, ja. Nee, reicht aber nicht mehr. Ich bin höchstens hier noch. Und die lieben Papageien, die spielen so schön, ja. Ei, sind das brave Papageien. So viel haben wir jetzt auch noch. Ist hier noch ein bisschen Erde-Dings machen. Brauchen eine Fläche von immer neuen. Nicht auch noch, da kann man den nicht gut in der Mitte setzen. Ich weiß auch mal, 1864. Kann noch ein bisschen rechnen, aber nur ein bisschen. Kann noch ein bisschen rechnen, aber das ist doch weit. Spider-Kid, wie viel sind das bloß ein, zwei? Ja, das kann ich, wow. So verwirrt bin ich doch wohl nicht.
Ich weiß, wie viel Snaps, ich weiß, wie viel Snaps plus 1 sind. Oh. Oh, ist das schön. Ja. Spider-Kill, wie viel sind 2 plus 2? 4, ja, er weiß es. Ach, wie herrlich. Gleich Spawnsanweisung. Und gleich Spawnsanweisung. Ja, Zwangsanweisungen in die Richtung, ey. Dann werden sie mich wieder anbrüllen. Halt dein Mund! Ja, dann sind no way. Ach, die Sargfressen. Oder war das der Endboss? Nee. Schreien sie mich erstmal an, ey. Sie mir am Mund halten, so ja. Nee, nee, noch mal nee. Geht da mal so ja nicht, dass sie mich da anbrüllen, nee. Halt den Mund, ja. Leute, das ist eine Arschbande, das könnt ihr aber glauben. Schreib mir einfach an in Irisho, ja, also nee. So bin ich, dass AWO etwas mit Gutherzigkeit zu tun hat. Ich hab mir auch einen echt bösen Namen ausgedacht, der gesagt, nein, ich kann jetzt nicht verraten, sonst bucht sie mich ein. Ich sag nur einen Tipp. Den Namen, den ich mir ausgedacht habe, AWO hat mit Holocaust zu tun, und mehr sag ich nicht. Ja. Ich weiß, wie das in Gedanken heißt, muss. Ihr wisst es nicht, ja. Ist das nicht toll? Ist das nicht fein, nicht fein, nicht fein, nicht fein, oh, ja. So, okay, erstmal hier ein bisschen Steinfarming. Ich sag's mal so, in euren Gedanken kommt vielleicht AWO heißen Mobbing, ja. Mobbing gegenüber schizophrene Leute und autistische Leute und andere Behinderungen, ja. So, ein Mobbingverein, das gefällt mir fein. So ein Mobbingverein, ja. Ist wirklich Mobbing, also so kann man nicht sagen. Ja. Schreien hängt er ohne Punkt und Komma an, ja, halt der Mund. Wahrscheinlich mein Bruder mich zum Zocken geholt, ich werde erstmal schön verbarrikadieren, ja. Ich will von seiner Freundin einfach angeschrieben werden. Dass die neue Zuschauer der schreien, da ist halt die Schnauze schon, aber der Mund, ja. Verwechselt das immer. Zuschauer Andreas ist immer dreimal schlimmer. Trotzdem anschreien ist trotzdem nicht schön, nee. Ich kann nicht mich bloß anschreien. Ja. Alter Leute, sind das nicht mal an hier? Du schummelst doch immer so viel Papageien, ich weiß. Muss aber sein. Und es kommt AWO und schreibt mich wieder an, ja. Werden sie wieder hier noch zuschauen, Andreas, ey. Ja, die sagen ja, dass ich los nicht jetzt dicker bin, die sagen aber, dass ich ein, wie sagt man, ein kleiner frecher Heini bin, ja.